Hey Leute, willkommen neue Folge von 1, 2, 3. Schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie. Heute befinde ich mich in Nettersheim. Ich habe spontan entschieden, meine heute eine Wanderung zu machen. Eine längere Zeit habe ich schon keine Wanderung mehr gemacht. Wo es hingeht, noch keinen Plan. Schaue mich ein bisschen um und entscheide mich für ein paar Sachen. Mal gucken, was ich Cooles finden werde heute. Man hat auch noch hier Wanderwegs, Hinweisschilder. Ich zeige euch kurz mal hier. Hier einmal die Erftschleife zum Beispiel. Dann gibt es hier sogar noch den Jakobsweg. Dann fließt hier unten auch die Orft entlang. Ja, ich bin echt mal gespannt, was ich heute so entdecken werde. Das Wetter ist ja herbstmäßig. Wir sind jetzt mitten im Oktober. Rechts Richtung Urftstraße abbiegen. Dann melde ich gerade mein Navi. Das ist irgendwie noch anders, irgendein Grund. Keine Ahnung warum. Ja, ich würde sagen, dann wandern wir einfach mal los. Auch wenn das Navi gerade ein bisschen gestört hat, das muss man ausschalten. Hier gibt es so eine Brücke dann. Ja, und hier stößt man auch noch auf mehr Wanderwegschilder. Hier wird schon eben erwähnt, die Erftschleife, Römerkanal-Wanderweg sogar, Erftquellenfahrt. Echt interessant, wo man hier auch hingehen kann. Ich muss jetzt nur überlegen, wo ich hin möchte. Und ja, dann würde ich sagen, dann gehe ich schon mal auf ein unbekanntes Abenteuer heute mit euch zusammen. Gucken, was es hier noch gibt. Ja. Ich gebe jetzt auch in den sogenannten Kräuterpfad. Okay. So echt interessant, was es hier alles so gibt. So Leute, ich werde mir jetzt einen Plan machen, wo ich hingehen möchte und gehe dann mal los. Ich würde sagen Leute, dann nehmen wir einfach mal los, spontan. Wohin auch immer, heute. So Leute, ich habe entschieden, jetzt geht es einfach mal die Erftschleife und den Römer. Kann den Wanderweg entlang. Gibt es hier ja einen kleinen Spielplatz, könnte man sagen. Das zum Beispiel hier gehört auch zum Römerkanal Wanderweg. Das hier ist ein Römerkanal, wo früher das Wasser durchgeflossen ist zur Römerzeit. Dann gibt es eine Informationstafel über den Römerkanal Wanderweg. Den wird heute auch zum Teil folgen, denke ich mal. Aber ja, wie schon gesagt, ich weiß heute noch nicht, wo ich hingehe. Ich gehe einfach spontan mal los und schaue mir das mal hier an. Dann gibt es hier rechts Richtung Urftstraße abbiegen. Haufen voller Felsen. Hier ist so ein, ich komme wahrscheinlich Wasser oder irgendwas raus, denke ich mal. Ah, da vorne gibt es ein paar Weghinweiser. Ich muss echt jetzt mal das Navi ausschalten, weil das nervt langsam. Habe ich eben angemacht.
um zu gucken, wo ich genau hier bin. So, gibt es dann die ersten Weghinweiser. Obwohl, das sind weniger Weghinweiser. Das ist hier, was es hier so gibt. Okay. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal hier lang. Hier, von hier oben also sehen die Urft. Leute, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ja, Leute, das kenne ich gerade hier, den Weg bin ich schon mal gefahren. Hier, Blankenheimer Wald, das war zum Beispiel auf meiner Mountainbike-Wanderung, bin ich schon den Weg vorbeigefahren. Hier hat man zum Beispiel auch Teilroute der Urft, Eifelhöhenroute, die A-Route. Was cool finde ich sogar, hier gibt es sogar die Erftrad-Tour, die ich jetzt in zwei Teilen gemacht habe. Echt geil, Leute. Erste Tour ausgesucht. Hier gibt es das Eifelhaus, eine Blockhütte. Und ich gehe mal hier hin, das klingt irgendwie interessant. Mal gucken, was das hier ist. Dafür muss ich schon hier runter gehen. Bin echt mal gespannt, was hier zu entdecken gibt. Ja, das ist noch netter sein. So, wie ihr sehen könnt, neben mir hier gehen auch die Bahnschienen entlang. Von hier aus bin ich auch schon gefahren. Das ist zufällig von hier aus nach Gerolstein. Da habe ich auch schon zwei Wanderungen gemacht. Ich bin nach Gerolstein auch die nächste Mal zurückkehren. Ob ich es dieser mache, weiß ich es noch nicht. Aber da habe ich auch noch einen Wanderpunkt mehr ausgesucht. Aber ich finde es jetzt schon richtig cool, dass man hier echt viele verschiedene Wanderwege hat. Ich laufe gerade seit 15 Minuten, würde ich sagen. Ja, und habe schon viele coole Wanderwege entdecken dürfen, wo man hinwandern könnte. Hier vorne schon ist doch direkt mein erstes Ziel. Hier einmal erst gibt es eigentlich die ersten richtigen Wanderwegschilder. Ja, und heute habe ich echt, ehrlich gesagt, keinen großen Plan. Stimmt, das werde ich mir auch mal angucken hier. Die Sachen. Ich werde einfach mal wandern, ohne groß auf irgendwas zu achten. Das ist quasi mein erstes Ziel hier, was ich gerade vor mir habe. Was ist schwer zu sagen. Gucken wir uns das Ganze doch erstmal an hier. Okay, vielleicht irgendwie so ein gut, hier ist relativ dunkel. Gut, Leute, ich werde. Dann kann man vielleicht was sehen. Ich werde kurz mal rausgehen, Leute. Und werde kurz mal meine Kopflampe auspacken, um da mal reinzugehen und besser sehen zu können. So, Leute, ich habe meine Kopflampe mal ausgepackt. Ich zeige euch die mal. Die habe ich neu zugelegt. Und ich würde sagen, schreibt mir mal an, geh mal rein. So wie ich es halt sehen kann, was es hier so gibt. Okay, hier gibt es noch so ein verschlossenes Tor. Ich halte die mal ein bisschen weiter. Okay. Was das hier genau ist, schwer zu sagen. Sieht aus wie von, ja, keine Ahnung, Feuerstelle oder Schutzturm. Hier vorne kommt man wieder raus. Ist zwar nicht groß, das Ding hier, aber echt interessant, wie ich finde. Jetzt kann ich die Lampe auch schon wieder ausmachen hier.
Ja, ich habe mir einfach eine Kopflampe mal zugelegt. Ich glaube, so eine Stirnlampe kann man so sagen halt. Ja, um auch in Wanderungen, auch wenn es mal dunkler wird, mir das mal angucken zu können. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal nach oben hier. Ging es mit der Treppe hoch. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich weiter. Hier geht so eine Treppe hoch dann. Gucken, was da oben jetzt noch zum Decken gibt. Ach, jetzt ist man hier oberhalb. So Leute, da war ich gerade unten gewesen. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir noch mal weiter. Wohin, noch keinen richtigen Plan. Einfach spontan irgendwelche Punkte jetzt aussuchen und dahin latschen. Bin ich aus einem kleinen Wald. Hier gibt es dann über mir Felsen. Ich vermute mal, der Weg führt bis zu diesen Felsen hoch. Muss hier aber nur ein bisschen aufpassen. Es sind sehr viele Blätter. Die letzten Tage geregnet. Alles ein bisschen rutschig. Also Acht geben. Jeden Schritt gut überlegen. Jetzt ein klein bisschen steiler hin hoch. Das ist einfach ein perfektes Herbstwetter heute, um eine kleine Wanderung zu unternehmen, wie ich finde. Jetzt können wir sehen, wie steil die Treppe gerade hier hoch geht. Coole, wie ich auch schon angewiesen mal erwähnt habe. Klar, kann es mal wieder anstrengend sein, einen kleinen Anstieg zu bewältigen, aber man hat immer nachher eine super geile Aussicht. Und es geht echt hier relativ hoch. Kann ich schon mal zeigen. Noch schönen Blick über Nettersheim und die Umgebung. Ich selber gucke mir auch gerne einen anderen YouTuber an. Neben Wo ist Sven? Gibt es natürlich auch viele andere YouTuber, die ich mir gerne angucke. Okay. Wow. Echt geile Aussicht. So, jetzt gehen wir hier hoch. Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, zu diesem Punkt. So, hier oben halb gibt es ein Kreuz mit Jesus. Ja, dann gibt es hier auch noch eine Bank, wo man sich ausruhen kann bei einer Wanderung. Ich bin jetzt auch schon fast am zweiten Punkt, den ich mal ausgesucht habe. Habe es mir jetzt noch 4 bis 3 Punkte Lichtbuschen geben werde heute. Hier hat man ein großes offenes Feld und echt einen super Weitblick hat.
So, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich erreichen werde. Und auf den Igelfahrt ist das so gesehen. Zum Igelfahrt habe ich auch nie was von gehört, aber schon cool, dass es so einen Igelfahrt gibt. Der Igelfahrt läuft auch parallel, habe ich gerade eben decken dürfen, mit der Eiferschleife entlang. Jetzt gehen wir einfach mal hier hoch und gucken, was hier so zu sehen gibt. Ich glaube, bestimmt einen guten Ausblick. Okay. Ja, man hat einfach hier einen klassen Ausblick von den Igelpfad. Ich glaube, so besonders ist das ja auch nicht, muss ich sagen. Man hat einfach nur einen guten Ausblick, das ja, war es hier oben auch schon. Also der Ausblick ist echt schon cool, Leute. Auf den Igelpfad. Gut, ich würde sagen, dann geht schon mal direkt zum nächsten Punkt, weil hier auch nichts so Tolles ist. Dafür muss ich mal den Weg nicht kommen, bin wieder runtergehen, um wieder da zu landen, wo ich gestartet bin, da unten. Ich würde sagen, Leute, dann geht es weiter. Hier nochmal kurz einen Blick vom Igelpfad aus für euch. Sehr viel Feld, schöne, offene, große Landschaft. Ja, dann gibt es hier auch ein paar Schafe. Hier trifft das schwarze Schaf das Bockwerk zu. In jeder Familie gibt es schwarze Schafe und hier gibt es anscheinend nur schwarze Schafe in der Familie. Familie schwarze Schaf hier zu sehen. Okay, das wäre Kontrollpunkt 16, wo ich gerade war. Auf den Igelpfad. Und hier wurden voll Ziehlinge gefunden. Auf dem Stück, wo ich gerade gewesen bin. So Leute, ich wandere gerade den Weg mit den Treppen, wo es steil hochging, hier runter, um zum nächsten Punkt zu kommen, wo ich hin möchte. Ich habe auch eben Wanderer getroffen, mit denen habe ich mal unterhalten und die haben mir so eine ganze Fuchshöhle empfohlen. Die ist von hier aus aktuell, meinen sie, 5 bis 6 Kilometer entfernt. Da denke ich, werde ich heute zum Schluss hin wandern. Ich wollte gerade hier ein bisschen gucken, hier ist relativ rutschig. Das sind da zum Blätter. Ja, der werde ich zum Schluss hinwandern. Und davor meinen, hier gibt es noch coole Punkte, die man sich angucken kann. Ja, mal gucken, was auf mich noch wartet. Hier ist ein Weg. Wie gesagt, bin ich eben hochgelatscht. Hier schöne Steine mit schönen Moos gewachsen. Und auch hier so schöne Pflanzen. Ich liebe es einfach, die Natur zu genießen. Ist einfach, ja. Ich habe schon oft erwähnt, das ist einfach mein Highlight in der Natur. Sowas zum Beispiel. Ist zwar nur ein Fels mit Moos, aber ich finde es einfach echt voll schön hier. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach weiter jetzt erstmal. So, das folgen wir auch. Erstmal hier den Eifelstieg entlang. Hier oben, ihr sehen könnt. Gibt es auch hohe Felsen. Gibt es eine Reise in den Baumwipfel hier. So diese Igelpfad, den will ich heute nicht lang gehen. Ich will jetzt geradeaus weitergehen, aber diesen Igelpfad muss ich mir mal zu Hause angucken, mal gucken, was da auf sich mit hat.
So, ich folge jetzt gerade wieder den Igelpfad. Unter mir fließt, können vielleicht gerade ein bisschen erkennen hier, die Orft entlang. Gehe zum sogenannten Römerweiher, nennt sich das, wo ich gerade hin bin. Und wie gesagt, von da aus haben ja ein paar Wanderer auch noch zwei, drei Angelsehenswürdigkeiten empfohlen, die man sich angucken kann. Ja, darauf bin ich echt mal gespannt. Und zum Fluss gehe ich zu diesen Fuchshöhle, habe ich mir überlegt. So zumindest heute mal ein paar klare Ziele, die ich verfolgen werde, da ich am Anfang der Tour noch nicht wusste, wo ich hin wollte. Spontan gemacht habe ich jetzt ein paar Ziele ausgesucht. Gehe gemeinsam mit euch hier hin. Hier echt wunderschön der Wald, verschiedenen Bäumen, auch verschiedenen Pflanzen. Ja, echt bis jetzt eine sehr schöne Wanderung. Man kann einfach wunderschön die Natur genießen. Vielleicht haben wir den Römerweiher erreicht. Römerweiher geht auch am sogenannten Igelpfad entlang. Gibt es hier vorne natürlich auch eine schöne Sitzgelegenheit, wo man sich ausruhen kann. Ja, und direkt hier vorne wird dann der sogenannte Römerweiher, dem auch eben diese Wanderer empfohlen haben. Es gibt eine Plattform, wo man drauf gehen kann. Und das wäre dann der Römerweiher. Echt nicht schlecht aus hier. Hat schon was, ich finde. So Leute, hier könnt ihr sehen, der Wanderwegschild. Ich werde diesen Weg als nächstes gehen erstmal. Kann man hier auch noch Blankenheim wandern. Blankenheimer Wald. Das wäre dann mein nächstes Ziel und mal wieder auf den Igelpfad. Ich begebe mich dann gegen Kontrollpunkt 8, steht dann nämlich. Oh cool, dann geht man mal auf den Igelpfad. Hab ich auch nicht mit gerechnet. Dann gibt es hier eine ältere Brücke. Unter mir könnt ihr dann die Orft fließen sehen. Jetzt dann erstmal hier diese Treppe hinauf. Gut Leute, ich würde sagen, ich bleibe ich nachher, wenn ich dann gleich vor Ort bin, brauche ich wieder. So Leute, den nächsten Punkt erreicht. Ich gehe erstmal hier oben hoch und gleich dann hier. Die beiden Punkte liegen direkt nebeneinander.
So, das wär's dann hier. Ist alles sehr voll gerade. Also gehe ich hier gerade nicht hin. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt jetzt mal. So Leute, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Da oben war es mir gerade zu voll gewesen, da waren zu viele Wanderer und ich bin kein Mensch, der es ungefähr in großen Gruppen auffällt, hat keinen großen Bock mehr dazu. Ich genieße lieber die Natur alleine oder mit einem Kumpel, aber ich muss für die Wanderer ran, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist der nächste Punkt, den muss angucken werden gemeinsam. Hier kann man zum Beispiel auch sehen, hier unten, wie es früher mal in der Gegend aussah. Das wäre das dann hier. Das soll so eine Art Ausgrabungsstätte sein. Ganz unten gibt es noch eins, da gehen wir auch noch hin. Ich denke mich an früher Gebäude, also Häuser hier. In dem Bereich. Hier das zum Beispiel. Das ist immer so ein, was genau weiß ich auch natürlich nicht. Also was ich vermute, das habe ich auch schon mit Sven auf der unserer Tour zur Burg Elz gesehen. Das ist, ja, das machen so Wanderer. Was das für eine Bedeutung hat, weiß ich auch nicht. Dann gibt es hier noch so einen Kasten. Okay. Gucken, was hier drin ist. Okay. Es sind Steine drin. Okay, dann lass das mal wieder runter. Und gehen jetzt hier runter. Von hier aus werde ich auch gleich dann zum letzten Ziel starten. Und zwar zu der Fuchshöhle. Muss aber gleich mal gucken, wie ich da hinkomme. Wie weit das entfernt ist, diese sogenannte Fuchshöhle. Aber gehen wir erstmal zum Punkt da unten noch hin. Von hier aus können wir auch theoretisch nach Blankenheim wandern. Wo man auch super Radtouren machen kann oder auch schöne Wandertouren. Heute sind echt sehr viele Leute unterwegs, sei es Wanderer oder auch teilweise Mountainbiker, habe ich schon gesehen. Aber passt ja auch an Samstag, an so ein schönes, ja, perfektes Wetter, wie wir gerade haben. Aber hier muss ich sagen, ist nicht viel zu sehen. Hier standen auch Häuser. In dem Bereich. So wie auch hier vorne. Sogar direkt zwei Häuser. So Römerzeit. Ja, und hier wohl wahrscheinlich noch eins. Gut, Leute, ich mache mich dann, wie schon gesagt, auf den Weg zu meinem letzten Ziel. Dann sehen wir uns gleich mein letztes Ziel für heute. Leute, ich laufe jetzt überwiegend diesen Weg entlang.
habe es noch 3 Kilometer vor mir. Da habe ich den Fuchshöhle erreicht. Nebenbei mein Kleinigkeit essen, was auch mal sein muss. Ja, um die Energiereserven mal aufzubauen, wie ich finde. Ich habe meistens immer solche Riegel mit. Oder auch so kleine Nusstüten von 35 Gramm unterwegs und immer trinken. Weil für die Verpflegung und Trinken ist auf jeden Fall immer wichtig. Bei einer Wanderung oder auch mit einem Mountainbike unterwegs zu sein, um halt auch, ja, wie schon gesagt, eine Energiereserve wieder aufzufüllen. Hier habe ich meine Ruhe, was ich absolut genieße. Ich bin halt, ja, schon sehr gerne an der Land unterwegs, höchstens zu zweit oder mal zu dritt. Ich genieße halt Natur allein zu genießen, finde ich viel schöner, als wenn es wie gerade eben da oben zu befüllt ist mit so viel Wanderern. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Ist nicht mein Ding. Ist echt ein schönes Pferd. Klar. Ja, ist ganz lieber, ne? Okay. Mach's gut, Jungs. Euch noch einen schönen Tag, ne? Ja, willst du mir folgen? Genießt eures Leben, Leute. Peace. Ich muss den Eifelspuren folgen, um zum Fuchshöhle zu kommen. Ich begebe mich gerade Richtung meines Dorfes. Hier natürlich wieder schön Pferde zu sehen. Im Prinzip den ganzen Weg, den ich schon lang gehe. Locker 3 Kilometer ist überall Pferdekuppel mit Pferden. Das sehen wir hier gerade zum Beispiel, was ich sehr cool finde. Wie viele Leute, die Pferde absolut lieben, ist natürlich schon ein richtig Highlight hier. So viele Pferde hier und so viele Pferdekuppeln hier. Und die haben echt ein geiles Leben, riesige Kuppel, direkt am Waldesrand. Die haben echt schon ein fett geiles Leben, die Pferde hier. Sollte ich mal eine kleine Pause machen in der Ortschaft Marmagen, bin ich aktuell. Hier gibt es verschiedene Wanderwege. Hier zum Beispiel bin ich gewesen. Das kenne ich so noch gar nicht. Vielleicht mal gucken wir jetzt, so weit ich hier vielleicht auch noch hin, aber ich weiß es noch nicht. Und hier bin ich hin. Das ist die sogenannte Fuchshöhle. Leute, was hier gerade in der Straße über mir hängt, ist ja so ein Mensch, das ist kein echter Mensch natürlich nicht, halt, ne? Ist einer aus Stroh gemachter Mensch. Direkt daneben ist ein Schild von einem sogenannten Coronavirus, was ja seit Anfang des Jahres, kann man sagen, weltweit ist. Und da finde ich echt mal eine kreative Idee, gegen Coronavirus mal anzugehen. Jeder natürlich über das Coronavirus seine eigene persönliche Meinung, ist natürlich auch. Ich werde es aber jetzt hier nicht äußern, weil ich jetzt kein politisches YouTube-Kanal habe, sondern eins nur für Wandern gehen und Outdoor-Spaß. Darum geht es bei mir halt. Aber ich finde es auch mal sowas mal gut aufzunehmen, wie die Menschen halt kreativ mit diesem Coronavirus umgehen können. Das war mal ein kleiner Beitrag zum Coronavirus. So Leute, ich hab's
noch ein Panther vor mir, ich bin fast da. Hier ist ein echt schöner Wald. Hier könnt ihr mal sehen, wie schön die Bäume sind. Man merkt echt, dass man Herbst hat. Es gibt echt verschiedene, viele Wege. Hier geht es zum Beispiel runter. Ist hier Fuchshöhle. Da ist hier Fuchshöhle entlang, aber ich muss hier eigentlich runter, meine ich. Da muss ich kurz mal genau gucken. So Leute, hier wäre dann ein kleines Stück zur Fuchshöhle. Geht's bergab, ist echt ein schöner Wald hier. Geh ein bisschen schneller mal hier runter. Gibt's hier noch verschiedene Wanderwegschilder. Fuchshöhle, okay, weiter geradeaus. Gibt's eine Schutzhütte. Marmagen, wo ich gerade eben gewesen bin. Okay, es sind noch 200 Meter bis zur Fuchshöhle hier runter. Ich bin fast schon ausgerutscht. Es geht schnell. Wow, ist das geil hier. Okay, dann geht's hier lang. Muss ein bisschen aufpassen, was rutschig ist. Ja, hier wäre die Fuchshöhle. Ich mach kurz mal meine Taschenlampe raus, also meine Kopflampe jetzt mal, und gehen wir euch mal da rein. So Leute, sei soweit, hier steht meine Tasche. Jetzt gehen wir mal hier rein, ist gut, dass ich Licht mit hab. Okay. Ich guck mal, wie ich hier reinkomme jetzt. Hier muss ich schon kriechen. Schon ein bisschen stärker. Okay, Leute. Bin ich genau. Ja. Fuchs wurde drin. Geht es auch noch weiter, aber da hinten kommt natürlich nicht durch. Aber schon geil hier. So Leute, ich beende die Tour für heute. Ich bin eine sehr, sehr geile Tour. Spontan nach Delfheim gefahren, verschiedene Punkte entdeckt. Zum Schluss diese schöne Fuchshöhle, war auch schon drin gewesen. Hab von innen auch gefilmt, habe eine Kopflampe mit dabei gehabt. Könnt von innen durch auch gut filmen. Gut Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Freue mich natürlich auch gerne um ein neues Abo von euch. Euch später noch einen schönen Tag. Und denkt dran, demnächst heißt es wieder 1, 2, 3, schon unterwegs. Bis dann Leute, bye bye. Tschüss. Macht's gut!